Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Kürzlich habe ich unter einem meiner Videos einen Kommentar gefunden, in dem ich gefragt wurde, welche Küchengeräte ich empfehlen würde für eine Umstellung auf Rohkost. Und im Kommentar, in meiner Antwort habe ich auch dann ganz klar geschrieben, die beste und gesündeste Rohkost ist die ohne irgendwelche Geräte. Ne? Ganz einfache, schlichte Rohkost. Früchte, Gemüse, Wildkräuter. Man könnte natürlich dann, wenn man wie ich Sprossen zieht, noch sich Sprossengläser zulegen. Aber ich meine jetzt vor allem Geräte, die Strom benötigen. Wenn ich mich jetzt aktuell für ein Küchengerät entscheiden müsste, nur für mich alleine, für die aktuelle Situation, würde ich mich höchstwahrscheinlich für einen Entsafter entscheiden, weil ich es aktuell liebe, mir frische Säfte zu pressen, vor allem grüne Säfte. Für manche andere ist wieder ein Mixer sinnvoll, weil sie gern grüne Smoothies trinken oder sich selbst verschiedene pflanzliche Milchsorten herstellen oder Desserts oder eben andere Speisen, die man mit einem Mixer eben mixen kann. Für manche andere wiederum ist ein Dürrgerät sehr sinnvoll, wo man sich einfach auch ein bisschen konzentriertere Rohkost zubereiten kann, zum Beispiel Cracker. Wenn man auch von Brot loskommen möchte, dann helfen Cracker, glutenfreie Cracker sehr, um dieses Lebensmittel hinter sich zu lassen. Oder man bereitet eben auch Fruchtnaschis zu. Früher habe ich dazu Fruchtleder gesagt. Fruchtnaschis, verschiedene Fruchtsorten werden da gemixt zu einem Brei und dann dürrt man dies zu einer so einer Matte und die kann man auseinanderschneiden. Da kann man so schöne Fruchtstücke daraus zubereiten. Das ist bei meinen Kindern immer sehr, sehr beliebt. Also es gibt ganz tolle Möglichkeiten, um gerade bei der Umstellung, wenn man noch so bestimmte Speisen vermisst, das Konzentriertere vermisst, dann würde ich auf alle Fälle ein Dürrgerät empfehlen, auch gerade für Familien sehr geeignet, wenn man für seine Familie ein bisschen gesündere Lebensmittel herstellen möchte. Wie eben gesagt, Fruchtleder, Cracker, man kann ganz gesunde Gemüseschips herstellen. Auch jetzt im Rahmen der schleimfreien, der schleimarmen Heilkost, die ich praktiziere, da kann man ganz tolle Apfel-Zimtschnecken herstellen aus noch 4 Zutaten. Also man kann wirklich ganz, ganz wundervolle Sachen zubereiten und in diesem Video möchte ich euch mal ein paar Einblicke geben, welche gedörrten Lebensmittel ich gerade bei mir im Küchenregal stehen habe. Ich nutze seit über 3 Jahren den RevoTry. Ich hatte vorher den Excalibur, das war ein größeres Gerät mit 9 Einschüben. Jetzt habe ich den RevoTry mit 6 Einschüben. Er ist klein, er ist leise, also er dürrt auch leise und die Wärme verteilt sich auch gleichmäßig. Ich habe auch schon einen Testbericht geschrieben für meinen Blog. Also wer sich für diesen RevoTry interessiert, dann setze ich euch den Testbericht unten in die Infobox und da könnt ihr euch einfach mal weiter belesen. Es gibt hier auf meinem Kanal auch schon einige Rezepte, die ich mit dem Dürrgerät hergestellt habe und diese Rezepte bereite ich vor allem für meine Jungs zu, aber auch für Freunde zu oder wenn ich eben an einem Rohkost-Potluck teilnehme, dann dürre ich auch gern zum Beispiel Cracker oder Gemüseschips eben. Also da gibt es ganz, ganz tolle Einsatzmöglichkeiten, auch zum Beispiel um Nüsse besser verwertbar zu machen. Also ich weiche generell Mandeln zum Beispiel ein, so um die 20 bis 24 Stunden, wechsle zwischendurch das Wasser und dann dürre ich sie wieder trocken und diese Mandeln sind einfach viel leichter verdaulich. Die schmecken auch besser, die lassen sich besser kauen und sie sind vor allem dann auch, wenn man sie wieder trocknet, viel länger haltbar. Also man schmeckt da wirklich auch die Unterschiede. Das hatte ich auch, glaube ich, in meinem Video Schokoknusper mal kurz erklärt. Den Link dazu zu diesem Rezept setze ich euch auch oben in die Infokarten. Habe ich aber noch kurz erklärt, warum ich die Mandeln einweiche. Den Grund, warum ich Mandelnüsse, Saatensamen einweiche, zum Teil ankeime und dann wieder trockne, den findet ihr auch in meinem E-Book Sprossenzucht leicht gemacht. Da gibt es auch ein Kapitel dazu, wo ich das genauer erkläre, wie ich damit verfahre und warum ich das vor allem mache. Auf mein Sprossen-E-Book gibt es jetzt bis zum 19.12. 25% Rabatt. Da gibt es auch einen Gutscheincode, den ihr eingeben könnt. Mehr Infos findet ihr unten in der Infobox. Bis zum 30.12. gibt es auch ein super Angebot für den RevoTry. Es gibt zu diesem Dürrgerät die 6 Antihaftfolien für die 6 Einschübe mit dazu. Den Link zum RevoTry findet ihr auch unten in der Infobox bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Jetzt kommen wir aber zum Kernthema des Videos. Ich zeige euch, was wir an gedörrten Lebensmitteln in der Küche haben. Los geht's! Hier ist mein Küchenregal. Ich habe jetzt hier mal alle Gläser reingestellt. Hinten rechts sind auch noch 2 Büchsen und alle diese Gefäße enthalten Lebensmittel, die ich selbst gedörrt, selbst zubereitet habe. Hier in diesem Regal stehen auch ganz viele
Anzuchtschalen mit verschiedenem Grünkraut und oben rechts ist Gerste, hier ist Erbsengrün, rechts ist Sonnenblumenkerngrün und ein bisschen Koriandergrün. Und wie gesagt, jetzt habe ich das erstmal hier so reingestapelt und ich gehe jetzt mit euch mal durch, welche Lebensmittel ich für meine Familie oder für mich regelmäßig dürre. Jetzt habe ich die alle nochmal hier auf meinen Tisch gestapelt und alle Gläser aufgemacht. Also ihr seht, das ist schon eine bunte Vielfalt hier an gesunden, gedörrten Lebensmitteln. Hier seht ihr Kürbiskerne, die sind ca. 20 Stunden eingeweicht und dann wieder getrocknet. So mache ich diese Kürbiskerne leichter verdaulich. Hier in diesem Glas seht ihr Buchweizensprossen. Diese habe ich ca. 2-3 Tage angekeimt und dann wieder getrocknet. Diese getrockneten Buchweizensprossen, die verwende ich für verschiedene Speisen, auch Desserts zum Dekorieren oder mahle daraus Mehl und verwende dieses Mehl zum Teil auch mit für Plätzchen oder Cracker. Hier haben wir gekeimte, getrocknete Sonnenblumenkerne, die verwende ich ähnlich wie die Buchweizensprossen. Dann haben wir hier ein schönes großes Glas mit buntem Fruchtnaschi, also Schokofruchtnaschi, Himbeerfruchtnaschi, kann auch noch Sanddornfruchtnaschi dabei sein, also verschiedene fruchtige Snacks für meine Jungs. Da gibt es auch schon ein Video auf meinem Kanal, das verlinke ich euch oben in den Infokarten. Hier ist auch nochmal eine Art Fruchtleder, allerdings ist in diesem Teig noch ein bisschen Limettenblatt, das hat so ein ganz besonderes Aroma und dann befindet sich auch ein bisschen Deko auf diesem Fruchtnaschi und zwar Cranberries, angekeimte Sonnenblumenkerne und Zedernnüsse. Dann habe ich hier mein Crackerglas. Die Cracker stelle ich selber her aus Leinsaat oder auch Sesamsaat. Das ist immer ein bisschen eine Mischung, manchmal auch Hanfsaat und da gibt es da verschiedene Sorten. Da ist Paprika dabei, dann Lauch, Curry und auch noch Apfel, Zwiebel. Hier noch ein Glas mit eingeweichten und getrockneten Nüssen, ähnlich wie bei den Kürbiskernen habe ich diese Nüsse auch eingeweicht und dann wieder getrocknet. Sie sind dann besser verdaulich, weil die Enzyminhibitoren einfach aufgelöst, neutralisiert werden. Das sind wilde Erdnüsse. Dann haben wir noch ein großes Glas mit Mandeln, die weiche ich auch oft ein und daraus bereiten wir unterschiedlichste Speisen zu, also Energiebällchen oder auch jetzt gerade für die Weihnachtsbäckerei, Bäckerei in Anführungsstrichen eher, Weihnachtsdürrerei, verwende ich auch ganz viel Mandeln. Dann haben wir hier Brennnesselsamen, die habe ich auch im Spätsommer, Frühherbst gesammelt. Die kann man auch an der Luft trocknen, aber bei größeren Mengen dürre ich sie. Hier haben wir einen gesunden, herzhaften Snack, das sind Würsing und Palmkohlchips, also gesunde Gemüsechips. Hier haben wir auch noch eine Süßigkeit, das kennt wahrscheinlich jeder oder fast jeder, das gibt es auch im Bioladen oder Supermarkt, so ein Sesam-Krokantriegel gibt es eben in den zu kaufen, also Industriekost und das mache ich selber einfach aus eingeweichtem Sesam, Dattelpüree und Vanille. Hier ist auch was Interessantes, das ist Mandelkäse, wird aus Mandeln hergestellt, Knoblauch, Zitronensaft, das sind ein paar Zutaten. Das kann man auch dürren, das streicht man auf eine Dürrebene und dann erhält man so eine Art Käseersatz. Kann man zum Beispiel auch gut für Wraps verwenden oder für einen Salat kann man einfach ein paar Stücke mit reingeben. Hier haben wir Schokoknusper, ganz viel Schokoknusper habe ich hier gemacht. Dazu hatte ich kürzlich auch ein Video veröffentlicht, wie ich dieses Schokoknusper herstelle. Und für dieses Schokoknusper verwende ich Buchweizensprossen, also getrocknete Buchweizensprossen und getrocknete Mandeln, also die besser verdaulichen Mandeln. Das Video verlinke ich euch oben in den Infokarten, da könnt ihr euch das Rezept anschauen. Der Schokoknusper hat auch einen weihnachtlichen Geschmack. Ich habe jetzt für die Vorweihnachtszeit in die Schokolade noch etwas Lebkuchengewürz und Orangenabrieb hinzugegeben. Hier haben wir noch ein bisschen Fruchtnaschi, so Spekulatius Fruchtnaschi, einfach aus Bananenkarotten, ein bisschen Dattel und Spekulatius Gewürz. Das habe ich ein ganz tolles Gewürz kürzlich von einer Freundin bekommen, die dieses Gewürz selber zubereitet hat. Dann hier ein herzhafter Snack mit Sonnenblumenkernsprossen. Ich habe die Sonnenblumenkerne angekeimt und habe diese angekeimten Sonnenblumenkernsprossen mit ein bisschen Hefeflocken und Sojasauce vermischt, das Ganze auf eine Dürrebene gegeben und
knusprig gemischt, also auch hier ein herzhafter Snack. Hier haben wir noch ein bisschen gedörrte Früchte, also obendrauf, das sind heimische regionale Pflaumen, die habe ich getrocknet und weiter unten, das kann man gerade nicht sehen, sind noch Bananenchips. Hier haben wir auch noch eine Süßigkeit, die meine Jungs gern mögen. Ich habe hier Mandeln und Datteln, die ich auch eingeweicht und wieder getrocknet habe und dann habe ich die einfach mit Schokolade umhüllt und das Ganze ist halt auch ein süßer Snack für meine Jungs. Das sind getrocknete Senfsprossen. Ich habe Senf angekeimt. Am liebsten keime ich den Senf so lange, bis Grünkraut entsteht. Aber hierfür habe ich den Senf einfach 2-3 Tage angekeimt und dann getrocknet. Den kann man zum Beispiel auch gut für Soßen oder Dips verwenden. Das ist auch ein herzhafter Snack. Das ist ein bisschen wie rohveganer Speck. Besteht einfach aus dem Fleisch junger Trinkkokosnüsse, wird ein bisschen in Sojasauce mariniert und dann einfach auch im Dürrgerät getrocknet. Hier ein ganz, ganz tolles Gewürzpulver. Das ist Selleriesalz. Da wird einfach Stangensellerie getrocknet, kleingeschnitten getrocknet und dann fein gemahlen. Das ist eine wunderbare Würze. Dieses Selleriesalz habe ich jetzt nicht selbst gemacht. Das hat mir eine liebe Freundin mitgebracht. Aber ich habe in diesem Jahr auch schon einige Male Selleriesalz zubereitet und freue mich, dass ich jetzt noch ein bisschen Nachschub habe. Hier habe ich zum Beispiel auch mal Pilze, Champignons, gedörrt. Die sind so einfach dann länger haltbar, kann man so für verschiedene Soßen oder Salate verwenden und dann einfach 1-2 Stunden einweichen und dann kann man sie super weiterverwenden. Hier habe ich getrocknete Papayakerne, auch ein super Mittel gegen Parasiten, soll gegen Parasiten helfen. Also ich esse ja selten Papaya, aber wenn wir hier Freunde haben, die gute Papayas haben, dann lasse ich mir auch gerne die Kerne geben und trockne diese einfach trocken, so sind sie länger haltbar und diese Papayakerne können wie Pfeffer verwendet werden. Ich vertrage frischen Pfeffer nicht, aber Papaya als Pfeffer vertrage ich ganz gut. Hier haben wir auch noch ein Fruchtnaschi. Das ist so ein Mix Fruchtnaschi. Einmal Schokoladenfruchtnaschi mit Ananasfruchtnaschi. Also ich habe die beiden Fruchtnaschi-Sorten getrennt zubereitet, habe dann diese Platten, die dabei entstehen, übereinander gelegt, zusammengerollt und dann einfach so in Schnecken geschnitten. Ist nicht mehr viel da, noch 3 Stück. Aber diese mögen meine Jungs auch sehr. Hier ist noch was, das ist einfach Brennnesselpulver. Ich habe selber Brennnessel gesammelt. Wenn man große Mengen hat, bietet sich ein Dürrgerät an, kann man dann bei 30 Grad trocknen und dann fein mahlen. Normalerweise hebe ich die getrockneten Kräuter so in Gläsern auf und mahle sie dann erst fein. Und jetzt habe ich einfach auch mal ein paar Blätter schon einfach zu Pulver gemalt, dass ich einfach schnell auch immer mal ein bisschen grünes Pulver dabei habe, was ich mir eben dann in verschiedene Speisen rühre oder einen Salat. Hier haben wir auch noch einen leckeren, herzhaften Snack, ähnlich wie der rohvegane Speck. Dazu verwendet man eben auch das Fruchtfleisch junger Trinkkokosnüsse, aber da verwende ich am liebsten das Fruchtfleisch, was schon ein bisschen dicker ist und das wird dann mariniert auch mit Sojasauce, Ingwerpulver, Paprikapulver und Knoblauch und ist auch ein super herzhafter, gesunder Snack. Hier auch immer sehr beliebt bei meinen Kindern, roh vegane Plätzchen. Das sind einfach so einfache Lebkuchenplätzchen und dann noch Schoko-Orangenplätzchen. Zum Teil sind die auch schon glasiert. Aber meine Jungs lieben sie am liebsten so ganz einfach. Und wenn, dann nur mit ein bisschen Schokolade. Da müssen also keine Streusel drauf. Und hier zum Schluss auch noch Lebkuchen. Das ist ein ganz tolles Rezept für rohvegane Lebkuchen aus wenigen Zutaten. Die bestehen vorwiegend aus Roggensprossen und Datteln. Hier sind auch noch Lebkuchentaler, auch schokoliert. Also diese ganzen Lebensmittel, also man kann wirklich Lebensmittel sagen, das ist ja keine Industriekost, alles mit ganz viel Liebe und Achtsamkeit selbst gemacht. Das sind also gesunde Lebensmittel, ein bisschen konzentriertere Lebensmittel und sehr gut geeignet, wenn man zum Beispiel auf Rohkost umstellt und noch konzentriertere Kost benötigt, aber schon bei Rohkost bleiben möchte. Und da sind auf alle Fälle auch Lebensmittel, Snacks dabei, mit denen man auch Familie und Freunde überraschen und überzeugen kann. Es wird bald ein E-Book von mir geben mit über 50 Dürrrezepten. Da war die Nachfrage immer ganz groß und ihr findet auf alle Fälle alle Lebensmittel, die ihr hier seht, findet ihr auf alle Fälle auch als Rezept in diesem E-Book. Ich werde das hier auf YouTube natürlich dann auch verkünden und freue mich, dass ich euch diese Rezepte zur Verfügung stellen kann. Und jetzt schauen wir nochmal schnell ins Dürrgerät, was da aktuell noch dürrt.
Ich habe jetzt meine Dörrebene hier in die Küche geholt. Unser Dörrgerät steht im Flur und das ist jetzt ein bisschen dunkel. Da müsste ich jetzt erst eine Softbox holen, um da gut reinfilmen zu können. Deswegen habe ich jetzt eine Dörrebene hierher geholt. In meinem Dörrgerät befinden sich gerade 5 solcher Ebenen mit Crackern. Und ich habe gerade Apfel-Zwiebel-Cracker zubereitet. Besteht nur aus 5 oder 6 Zutaten, regionalen Zutaten, Äpfeln, Zwiebeln, Leinsaat, Buchweizen, ein bisschen Salzsole. Also auch wunderbare herzhafte Cracker und wir bekommen heute auch Besuch und da bin ich gespannt, wie meinem Besuch diese Cracker schmecken. Wenn die Cracker fertig sind, werde ich noch einmal das Dörrgerät anschalten. Was ihr hier seht, was so ein bisschen unspektakulär aussieht, einfach wie irgendwelche Würste, das werden Lebkuchen, roh vegane Lebkuchen. Die werde ich jetzt einfach noch in Scheiben schneiden und dann im Dörrgerät 3 bis 4 Stunden andörren und dann sind sie schon fertig. Und wenn noch ein bisschen Platz ist, werde ich heute noch ein ganz interessantes Rezept zubereiten und zwar ein Rezept für roh vegane Salami. Also bin ich auch schon sehr gespannt und dieses Rezept wird es auch in meinem Dörrrezepte-E-Book geben. Das war's wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar unter diesem Video. Dürrt ihr Lebensmittel? Was sind gerade eure liebsten gedörrten Lebensmittel? Was kommt auch bei eurer Familie, bei euren Freunden gut an? Ich freue mich über unseren Austausch. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Zeit. Bis ganz bald, eure Silke.